Ja, hallo, herzlich willkommen zum Podcast Defi. Jetzt, Ausgabe Nummer 10. Ich bin der Ralf Knobloch und ich möchte mich nochmal kurz vorstellen. Ich habe zusammen mit dem Tor Alexander diesen Podcast gegründet. Ich arbeite ansonsten im Blockchain-Bereich, im Krypto-Universum und habe seit 5 Jahren auch das Blockchain-Meetup Saxony in Sachsen, welches ich aufgebaut habe und organisiere. Ja, in dem Umfeld möchten wir mit diesem Podcast zur Decentralized Finance und allen angrenzenden Gebieten gerne Wissen verbreiten und natürlich auch Dinge diskutieren, neue Ideen unters Volk bringen. Thor. Ja, ich bin Thor Alexander. Hallo. Ich habe eine ganze Reihe von Büchern veröffentlicht. Die letzten 3 gingen zu Krypto, dezentrales Geld, Bitcoin-Testament und so weiter. Ich hatte hier im Raum Stuttgart, ich wohne in Süddeutschland, hatte ich mehrere Meetup-Gruppen, unter anderem auch gerade jetzt zu Krypto-Themen, aber auch einen Stammtisch davon. Ich komme aber eher aus der Bitcoin-Welt und habe da ein bisschen den Blick drauf auf die neue DeFi-Geschichte. Und der Ralf kommt ja eher aus der Ethereum-Ecke und hat auch einen kurzen Weg zum Christoph Jentsch, der ja damals bei der Ethereum-DAO aktiv und federführend verantwortlich war. So, und wir haben heute Markus Büch, den wir beide kennen, mittlerweile Professor, zu Gast. Und ja, Markus, stell dich mal vor. Ja, gerne. Ja, zum Thema Krypto bin ich eigentlich auch durch die DAO gekommen, Christoph Jentsch. Und zwar durch einen Zeitungsartikel in der Zeit war es gewesen. Erste Firma ohne Menschen. Und da wurde damals das DAO-Projekt vorgestellt. Und dann bin ich irgendwie so drauf gestoßen. Und danach einer Weile dann in dem Blockchain-Meetup Saxony gelandet, von dem Ralf jetzt erzählt hat. Und so fing das an. Und habe dann einfach mich mal vorgestellt, weil ich mich auch mit Digitalisierungsthemen beschäftigt habe. Bin ja Jurist. Und insbesondere im Gesellschaftsreich, Recht war ich unterwegs. Und da haben mich auch so Digitalisierungsfragen beschäftigt. Und da dachte ich, wenn die so eine Unternehmung digitalisieren können, dann bin ich vielleicht genau richtig dort. Und dann so fing alles an, vor, weiß gar nicht mehr wie viele Jahren, 4 Jahren vielleicht. Und so kommt man in die Szene rein. Und sicherlich ging es bei euch auch so. Und der sogenannte Kaninchenbau, vor dem man erstmal steht, und dann kriecht man immer weiter rein und irgendwann landet man drinnen. Mittlerweile bin ich an der Hochschule für Ökonomie und Management in Berlin tätig als Hochschullehrer im Bereich Wirtschaftsrecht. Und nebenbei in verschiedenen Projekten halt als Berater oder Vordenker, Nachdenker unterwegs. In verschiedenen Krypto-Sachen. Okay. Ja, kommen wir gleich dann mal zur ersten Frage. Du bist ja auch da ein bisschen regulierungsmäßig eingebunden. Wie schätzt du denn so die aktuelle Regulierungsbestrebung weltweit in China, Europa und dann auch in Deutschland ein? Ja, das ist natürlich eine große Nummer, wenn man jetzt die ganze Welt im Blick haben muss. Das ist relativ schwierig. Den ganzen Kryptobereich hat man sowieso nicht unbedingt oder kann man so Ganze nicht erfassen. Und genau ist es natürlich auch mit der Regulierung. Da ich nebenbei noch im Bundesblock aktiv bin, also im Blockchain-Bundesverband, haben wir natürlich einen spezifischen oder habe ich einen spezifischen Draht oder einen Kontakt zu dem, was in Deutschland so passiert. Da ist vor einigen Jahren etwas passiert mit der Blockchain-Strategie, die 2018 bekannt gegeben wurde. Und damals mit dem ganzen Hype, sage ich mal, fing das ja so an, dass sich auch die Regierung und die Ministerien und verschiedene andere Institutionen mit dem Thema auseinandersetzen wollten oder mussten oder sich auch dafür interessiert haben. So kam das also los. Man muss vielleicht sagen, das war damals vielleicht auch sehr ambitioniert. Mittlerweile hat sich das vielleicht auch ein wenig beruhigt. Es gibt so ein paar Projekte, die in Deutschland angeschoben wurden. Also insbesondere forschungsseitig wird man auf allen möglichen Ebenen irgendwie damit konfrontiert, dass irgendwas mit Blockchain mal da untersucht werden soll. Aber rein regulatorisch, ist primär der Finanzmarkt- oder Kapitalmarktsektor im Blick. Und dort gibt es bereits erste Regulatorik, die insbesondere dann mündeten in dem Krypto-Verwahrgeschäft, was neu etabliert wurde.
Und als zweiten Bereich dann das elektronische Wertpapier, wo auch entsprechend eine Veränderung in den bisherigen gesetzlichen Strukturen vorgenommen werden sollte. Das ist aber allerdings ganz im Gegensatz zu dem Verwahrthema bis jetzt nicht Gesetz geworden, sondern befindet sich nach wie vor im Entwurfsstadium. Da gab es jetzt auch Anfang März auch erst eine öffentliche Anhörung zu dem Bereich im Finanzausschuss. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da bis zur Bundestagswahl jetzt noch irgendwie viel passieren wird. Es ist jedenfalls so zu vernehmen, die Stimmen aus den von den Mitgliedern des Bundesblocks und auch aus der ganzen Community, dass vermehrt immer die Rufe nach wie vor laut sind, dass der deutsche Gesetzgeber oder die Regierung sich endlich mal gewissen Themen annimmt. Und das passiert aber nicht. Ja, in der Geschwindigkeit, die vielleicht notwendig ist, so dass nach wie vor so eine Art Landflucht stattfindet. Andere Länder sind da schneller. Die Schweiz, ja, Krypto-Valley-Zug, ja, wobei ich dann immer persönlich sage, ja, also ich spreche auch nur persönlich und nicht für den Bundesblock. Bei der Schweiz und bei Zug muss man immer gucken, auch weil die Steuern auch so eine Relevanz haben. Ja, das ist also nicht gänzlich nur positive oder eine zuvorkommende Regulatorik jetzt für den Bereich Krypto. Und auch Liechtenstein ist sehr vorgeprescht. Ja, die haben mal halt sozusagen ein erstes Gesetz erlassen, was die ganze Tokenökonomie erfasst. Ja, und natürlich auch dort im Kapitalmarktbereich sind die dortigen Behörden vielleicht auch mehr agiler. Wobei, wenn man sie genau hinschaut, ist es da auch nicht unbedingt so leicht, jetzt da irgendeinen CTO oder ein ICO genehmigt zu bekommen. Ja, da gibt es auch spezifische Hürden. Also da gibt es keinen Wildwesten mehr in dem Bereich. Jedenfalls da ist viel Bewegung und auch in anderen europäischen Staaten. Ja, Luxemburg, ja, Malta sind also alles so eine. Im Grunde muss man sagen, alles die auch so ein bisschen offshore-mäßig, vielleicht ja, in Anführungszeichen Steueroase in dem Bereich, so die Kleinstaaten, die sind natürlich in diesen Kryptobereichen viel agiler, einfach weil sie kurze Wege haben, da auch schon Erfahrung haben in so insbesondere spezifischen Finanzprodukten und da natürlich dann schneller agieren. Ja, und da diese Projekte sowieso dezentral sind und nicht unbedingt darauf angewiesen sind, dass sie irgendwo einen festen Sitz haben, ne, wandern halt die ein oder andere Projekt ab. Das wisst ihr vielleicht auch selber. Seltsamerweise arbeiten die dann doch alle von Berlin aus immer. Ne? Aber wenn man dann mal ins Impressum guckt oder so, ins Imprint, steht dann doch irgendwie mal dann auch Gibraltar zum Beispiel. Ja, ja, also so ist es ein bisschen zersplittert, würde ich sagen. Die EU ringt um eine einheitliche Regelung und hat auch so neues die Idee, diese so eine Regulierung für die Finanzmärkte, MiCA, ja, für Kryptoassets jetzt auch einen Entwurf rausgebracht, um da so eine Harmonisierung vorzubringen. Sehr interessant das Ding, 150 Seiten lang kann man sich mal anschauen. Ich habe es mir mal den Spaß gemacht, das durchzugucken, ob da überhaupt mal der Begriff dezentral vorkommt. Kommt nicht ein einziges Mal vor. Also es war an sich eine Suche im PDF, ich habe es nicht durchgeblättert. Und auch da versucht man das, und da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, im Grunde, dass man die bekannten Regulatorik oder bekannten regulatorischen Mechanismen, die man für die bekannte Finanzindustrie, für die etablierte, nimmt und die eigentlich eins zu eins überstülpt. Ja, und das ist generell vielleicht auch in der ganzen Regulierung festzustellen. Es wird im Grunde relativ wenig diesen andersartigen Ansatz erkannt, gesehen, sondern man nimmt eigentlich bekannte Rezepte und versucht einfach jetzt nochmal die neu anzuwenden, ja, wie sozusagen alter Wein in neuen Schläuchen. Und das würde ich mir mal trauen zu sagen, ist eigentlich grundsätzlich europaweit zu sehen. Gibt es vielleicht ein paar Ausreißer, ja, wie Malta hat so eine spezifische Regulierung für DAOs entwickelt, ja. Aber bei genauem Hinsehen ist es auch nicht unbedingt so revolutionär. Also re generell richtig mal so ein Paradigmenwechsel geht eigentlich keiner den Weg. Ja, weil natürlich auch die Sachen viel zu traditionell gewachsen sind, muss man vielleicht auch dazu sagen. Nun gibt es ja, ich meine, es gibt ja Ansätze, aber ist die Regulierung, die bis jetzt stattgefunden hat, sei es Deutschland oder Europa, wenn man das unterscheiden kann, ist das hinterherregulierend oder gibt es auch einige kleine Beispiele, wo man vorneweg reguliert, wo man wirklich mal in Teilen einen neuen Ansatz anders vordenkt und das Traditionelle versucht zu vergessen? Gibt es solche Beispiele oder regulieren wir bisher immer hinterher? Also ich muss offen sagen, dass ich noch keinen in der Form gesehen habe. Ja, also ich würde vielleicht mal so Digitalisierungsbeschreibungen, die auch was ist das,
aus den baltischen Ländern kommen, ja, da ist ja eine ganz andere Dynamik, dass die so proaktiv so eine Sachen aufgreifen. Das sieht man generell nicht. Und generell muss man auch sagen, dass das Recht immer der Realität hinterherläuft. Es war bis jetzt auch historisch gesehen immer so. Ja? Dass unser ganzes Wirtschaftssystem oder das Wirtschaftsrecht, insbesondere in Deutschland, ist letztlich geprägt von der von Kaufleuten, ja, aus dem Mittelalter. Die haben die Dinge entdeckt und die wurden dann irgendwann gesetzt. Ja? Die Aktiengesellschaft hat sich nicht im Gesetzgeber ausgedacht, sondern die Kaufleute selbst, wissen nicht, ob sie Italiener waren oder die Niederländer, man hat es dann übernommen. Ja, man hat es dann kodifiziert. Und so sind viele Dinge traditionell und historisch gewachsen, wo der Gesetzgeber einfach dann mal gesehen hat, okay, wir brauchen jetzt mal doch irgendwie eine Regelung oder ich sollte das mal regeln, weil es dann vielleicht doch zu zersplittert ist. Das heißt, generell ist so das Problem des Rechts, dass das Recht immer eigentlich hinterherläuft. Das Einzige, was das Recht machen kann, es kann so eine Grundlage bieten, dass man vielleicht bestimmte Sachen ausprobieren kann oder so einen Freiraum hat. Ne? Stichwort Privatautonomie, dass eben wir in Deutschland beispielsweise, jeder kann einen Vertrag schließen, wie er will, den Inhalt völlig frei gestalten. Man ist also nicht an bestimmte Kategorien gebunden. Ja, also das wäre zum Beispiel etwas. Und sowas gibt es aber insbesondere nicht im Kapitalmarktbereich. Ja, das heißt, da könnte man das ja auch etablieren, dass es so eine Art privatautonome Kapitalmarktinstrumentierung gibt. Ja, und jeder, der so Grundelemente beherrscht, kann dann am Kapitalmarkt teilnehmen. Aber da ist es eben nicht so, sondern da wird ganz klar gesagt, es gibt Variante A, Variante B, Variante C und die drei kannst du wählen oder du kriegst Ärger mit mir, Regulator. Ja, und also das ist so die eine Entwicklung, aber es gibt sicherlich immer ein paar, auch Liechtenstein ist ja so vorgeprescht, hat jetzt ein Gesetz für Token jetzt oder was letztens hochgekommen ist, hast du mir auch geschickt, Ralf, hier die DAO, ne, in Wyoming, ja, ist jetzt ganz neu, ne? Wenn man da hier genauer hinschaut, ist da gar nichts neu. Das Einzige, was die gemacht haben, ist ihre LLC genommen, also ihr sowieso vorhandenes Konstrukt und haben das so ergänzt um so einen Passus. Und im Grunde hat Wyoming auch nichts anderes gemacht, als das bei Vermont abzuschauen. Und die haben das nämlich schon seit anderthalb Jahren und da hat man irgendwie gar nichts mehr gehört. Wenn man sich aber genauer hinschaut, was das auch für Staaten sind, das ist ja nicht Kalifornien. Ja? Das ist ja auch nicht Bundesstaat New York oder so etwas. Das sind ja dann auch meist kleinere Staaten, die so agieren. Und meist nimmt man halt irgendwelche Strukturen und Stöbchen so über. Auch in Liechtenstein hat man das ja so verfahren, freilich, dass man so bekannte Strukturen nimmt. Das Gesetz hat auch meines Erachtens auch so ein paar Tücken. Ja, also so ganz läuft es auch nicht rund, weil man eben so schubladenartig denkt. Man denkt nicht komplett neu. Kommen wir vielleicht auch nochmal dahin. Insbesondere bei der Tokenisierung, die kann im Grunde nicht mit den alten Mitteln reguliert werden. Ja, also ich habe nicht viel gesehen, wo jetzt wirklich mal jemand ganz neu um die Ecke gekommen ist. Vielleicht Malta mit ihrem DAO-Dings, was sie da etabliert haben mal. Mhm. Das läuft aber auch im Grunde neu herauf, dass sie irgendeine Software-Implementierung da irgendwie dahinter reguliert haben. Also eine Organisationsstruktur steckt da nämlich auch nicht dahinter. Ja. Hattest du bei dem Liechtensteiner Blockchain-Gesetz mit, warst du da mit dabei bei der Verfassung? Nee, war ich nicht dabei. Ich habe aber mit Kollege Robin Matzke eine Stellungnahme abgegeben. Die findet man auch noch im Netz, wenn man es googelt. Und da haben wir unsere Meinung zu dem Entwurf kundgetan. Wurden auch ein, zwei Sachen berücksichtigt, aber andere Sachen auch nicht. Aber ich habe so eine spezifische Beziehung auch zu Liechtenstein, weil ich da auch, ich habe eine Zeit in Zürich an der Uni gearbeitet als Assistent und habe auch zum liechtensteinischen Stiftungsrecht promoviert. Und da mag ich das auch schon, weil die immer sehr agil waren und eigentlich immer so coole Ideen hatten. Und da ich weiß, wie die Gesetzgebungsprozesse dort ablaufen, dann haben wir einfach die Chance gepackt, mal beim Schopfe und haben dann mal eine Stellungnahme abgegeben. Also ich fand es recht gut. Ich hatte auch die Kanzlei Nägele bei mir im Meetup gehabt in Stuttgart und war halt eine recht interessante Kiste. Und ich glaube, den ersten Entwurf oder den vorletzten, die 150 Seiten, hatte ich mir halt auch durchgelesen und da steckte schon ziemlich viel Gedankenschmalz drin. Aber es ist richtig, die haben halt versucht, ich meine, die Grundidee ist ja, dass der Token durch das zugrunde liegende Asset rechtlich gesteuert wird. Das ist ja so die komprimierte Logik des Gesetzes. Genau. Ja, und da kommst du im Grunde zu einer Grundfrage, einer rechtlichen Grundfrage. Und das ist momentan auch so ein Paradoxon und wo ich so sehr skeptisch bin bei der ganzen Tokenisierung, weil das so ein Thema ist, das kriegst du nicht wirklich gehandelt. Ja, also ist so ein Stichwort digitaler Zwilling. Das Problem hat zum Beispiel Bitcoin nie. Weil Bitcoin existiert rein nur digital. Darum sage ich auch digitales Einzelkind, wenn man so will.
der hat kein analoges Abbild. Der existiert nur in einer Welt. Und was insbesondere jetzt vor allem in der, wie ich finde, zu Unrecht gehypten Tokenisierungswelle, das ist ja auch eine spezifische, ist ja weniger Community getrieben, sondern mehr so Industrie und so eine andere Bereiche, woher das kommt, dass eben alles tokenisiert wird, ja, und im Sinn von reale Objekte, reale Werte werden mit einem digitalen Zwilling abgebildet und du hast dann sozusagen immer zwei. So, und das funktioniert für das Recht nicht, weil wir müssen uns entscheiden, na, und das war auch das Problem bei Liechtenstein. Entscheidet nun, wer das reale Objekt hat oder entscheidet das digitale Objekt die Zuordnung zu einer Person oder eigentumsrechtlich oder Besitzverhältnisse? Ja? Und du musst immer das nachvollziehen und das wirst du nie lösen können. Es sei denn, wir können tatsächlich tokenisieren, dass wir etwas Reales in die digitale Welt bringen und das bleibt dann nur dort. Und Liechtenstein hat vereinfacht das so gemacht, die haben gesagt, okay, für uns gilt immer das Digitale. Wer das Digitale hat, in Anführungszeichen, in der Hand, der hat auch das Reale. Und dann hast du aber immer das Problem in der Realität, dass es immer auseinanderfallen kann. Ja, also das ist immer, irgendeiner hat das reale Objekt, das tokenisierte, ja, irgendein Stück Land, ja, was ja jeder so tokenisieren will zurzeit. Und der andere hat das Digitale und das fällt immer auseinander. Und das funktioniert so nicht irgendwie. Also da brauchen wir eine andere Regelung. Ja? Und da ist mir aber auch noch nicht so richtig was eingefallen. Außer, dass man sich entscheidet. In Deutschland bleibt es so, und das ist das Grundproblem, dass natürlich das Reale gilt. Ja? Und wer das Reale hat, der hat das eigentlich Objekt und da kannst du sonst wie tokenisieren. Darum sind diese Tokenisierungsobjekte, da muss man auch mal genauer hinschauen. Meist bekommen dann, wenn du so, ja, jetzt wird ja zurzeit alles tokenisiert, insbesondere im NFT-Bereich. Ja? Also reale Objekte teilweise auch irgendwie abgebildet werden, verkauft und dann bekommen Leute dann irgendwelche Token, die so das repräsentieren sollen. Aber das repräsentieren die nicht in der Form, weil die immer nur einen Vertrag haben. Ja, und ein Vertrag ist nicht ansatzweise so haltbar wie ein Eigentumsrecht an einem Gegenstand. Drum, wenn der dann irgendwie abhaut mit dem Gegenstand, irgendein Dritter, dann nützt ja auch der beste Token nichts. Ja? Dann läuft es leer. Das heißt, der Diebstahl von physikalischen Dingen oder die Mitnahme, Veränderung von Orten von physikalischen Dingen, und derjenige, der sie, sofern er sie tragen kann, vor sich hertragen kann, ist dann meistens doch der wahrscheinliche Eigentümer. Er wird zumindest bei manchen Rechtsordnungen dann als derjenige welche angesehen, ja, der dann maximal jemanden anders verpflichtet wäre, das herauszugeben. Ja, aber dann müsstest du als Tokeninhaber ja diesen Anspruch irgendwie durchsetzen dann. Die müsstest ihm hinterherlaufen und ihn zwingen. Ja, du brauchst dann den Staat noch. Und das ist ja gerade, dann wird es ein bisschen paradox, wenn du eigentlich ein dezentrales, erlaubnisfreies, staatenfreies System hast, das etwas tokenisiert hat und dann aber jemanden Dritten brauchst, um deine Rechte da durchzusetzen. Ja? Also bei Bitcoin, wie gesagt, stellt sich das die Thematik gar nicht, weil er existiert nur in einer Welt. Und das ist also, da muss man irgendwie was lösen. Also da ist mir noch nichts eingefallen. Ja? Okay. Vielleicht lässt sich es auch nie lösen. Man muss sich dann entscheiden, wie was gerade Thor Alexander gesagt hat, Liechtenstein ist es dann so, die haben halt gesagt, okay, nee, der Container oder das ihr Token bestimmt das, dann ist okay. Aber das löst immer noch das faktische Problem nicht, dass der nach wie vor irgendeinen Gegenstand X vor sich herträgt. Nach wie vor, den musst du also dem wegnehmen. Und das muss irgendeiner tun. Ja. Gut, kommen wir vielleicht nochmal zurück. Regulierung. Wie sieht das? Ist die Regulierung in Deutschland bisher unterstützend oder verhindernd oder fehlt ein grundsätzlicher Wurf, um das beginnende Krypto-Zeitalter entsprechend zügig zu unterstützen? Ja, also wir sagen weder noch. Also sie unterstützt nicht, ja, weil man immer auch fragen müsste, wie kann Regulierung unterstützen? Ja, entweder diese ganz detailliert ist, dann unterstützt sie ja nicht in der Form, dass sie dann vielleicht auch Freiraum gibt, sondern sie müsste wenn Freiraum geben, das ist schwierig. Und sie hindert freilich auch, aber das ist keine spezifische Krypto-Verhinderungsregulierung, sondern ganz normal das klassische Recht verhindert. Jetzt sage ich mal Krypto-Produkte, insbesondere klar im Bereich DeFi würde ich mal sagen oder Kapitalmarkt. Also alles, was Kapitalmarktthemen sind, macht die BaFin letztlich nichts anderes, indem sie einfach irgendein Netzwerk oder eine Idee, ein Token, was auch immer nimmt und einfach schaut, in welche Schublade von meinem bekannten Finanzregulierungssystem passt es? Und dann wird das dann dementsprechend angewendet. Ja, aber es müsste genau dann dieser Freiraum geschaffen werden. Also ist auch die Frage, wie soll die Regulierung ausgestaltet sein? Also es ist insofern weder noch, weil teilweise halt eben diese Welt, die dezentrale Welt, auf eine Regulatorik trifft, die für die zentrale Welt
geschrieben ist. Und deshalb passt es nicht. Merkt man auch im Datenschutz und sowas, das passt halt alles nicht. Und in meinen Augen wird halt das oftmals, ist es noch nicht angekommen. Und das liegt meines Erachtens auch daran, da haben wir vielleicht auch was falsch gemacht, also nicht ihr, aber ich und die anderen, dass wir am Anfang so auf die Technik geschwielt haben und das so toll fanden. Und eigentlich, und muss ich hätte es von mir selber, das ist halt im Laufe der Zeit, je tiefer man in den Kaninchenbau kommt, merkt man erst im Laufe der Zeit, worum es eigentlich geht. Zum sage ich jetzt auch mal, Bitcoin hat nichts mit Digitalisierung zu tun, sondern es ist ein privatautonomes Zahlungssystem, wenn man so will. Und darum geht es. Und die Technik ist bloß das Vehikel, um das umzusetzen. Und jetzt sieht der Regulator, würde ich mal so sagen, oder auch in Deutschland und auch anderen, ist es immer so, dass die primär auf die Technik schielen. Und so liest sich das auch. Also ihr müsst mal dieses Mika-Paper, ist leider nur auf Englisch, glaube ich, lesen. Da geht es permanent um Technik. Das geht es immer um Technik. Aber eigentlich geht es ja darum, dass ich vielleicht mehreren Leuten oder Menschen ermögliche, irgendwelche geschlossenen Finanzsysteme, private Finanzsysteme, irgendeine Teilhabe an so etwas, irgendwie mit einem anderen Freiheitszugang oder Gestaltungsfreiheit zu ermöglichen. Darum geht es ja. Ja? Es geht ja nicht darum um Technik. Ja, das ist vielleicht so ein Problem. Und deswegen läuft die Regulierung in meinen Augen in die falsche Richtung, würde ich fast sagen. Also wenn sie läuft, sehr langsam, dann läuft sie so ein Stück weit in die falsche Richtung, weil der Technikbezug so stark hervorgehoben wird. Hast du, ist ja so, dass China recht, was diesen, naja, DLT oder Krypto-ähnlichen Ansatz oder Blockchain-Ansatz betrifft, ist ja China wahrscheinlich recht weit, weil die bald eine CDBC rausbringen, ob das dann Blockchain genannt wird oder nicht. Aber es gibt ja auch andere Regulierungsthemen. Wie schätzt du das in China ein? Hast du da ein bisschen Einblick oder ist das zu weit weg? Ja, das ist zu weit weg. Ja, das ist auch die Sprachbarriere. Da kann man nicht einfach mal so ein Paper lesen. Aber was bei China natürlich ist, dort ist es ja, oder ich weiß es, ich müsste jetzt spekulieren, ob diese Entwicklung unternehmerseits oder communityseits getrieben ist oder vielleicht dann doch eher von der Regierung. Und dann wird ja das wieder so ein Stück weit pervertiert, das System. Ja? Also wenn jetzt ein Regulator sagt, okay, wir setzen jetzt so eine Staatsblockchain auf, ja, mit einem Knoten. So, dann brauchst du aber die Technik nicht mehr dazu. Das weiß ich nicht. Ja, aber Fakt ist ja auch, dass dort die Digitalisierung im Grunde gar keine Hürden hat und teilweise der Fortschritt sehr stark ist dort, aber auch natürlich mit vielen, vielen Haken und Ösen versehen, ja, mit Blick auf Überwachung und mit Blick auf Freiheitsrechte und auch mit Teilhabe. Das ist ja alles so ein Stück weit schwieriger in dem Bereich, ja, und wird vielleicht auch gar nicht so beachtet, ja, weil generell das eine andere Relevanz hat dort. Ja? Also ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann. Und ich weiß nicht, ob die Projekte, vielleicht kennt ihr da eins, ob da wirklich auch so eine völlig autarken Projekte existieren. Weiß ich nicht. Also komplett autark. Ich kenne nicht dieses meistens sehr große Unternehmen, die typischen Technologieführer, Alibaba, Tencent, Ant, Huawei. Und natürlich auch getrieben durch auch schon effizient, also was ich sehe, das Blockchain Service Netzwerk, einfach um den Staat effizienter zu machen, aber auch gerechter. Und was ich sehe, ist dort, dass die in der Lage sind, zurückregulieren, wenn sie mal ein bisschen den Bogen überspannt haben. Aber ganz detailliert bin ich da auch nicht drin. Na gut. Aber jetzt... Das war die nächste Frage, Ralf. Ja, wenn wir das so sehen, wir haben das heutige existierende klassische zentrale westliche Finanzimperium à la Rothschild, Fed, SWIFT und so weiter. Und bringt diese neue Technologie und damit einhergehend die Nichtregulierung oder vielleicht nur die Regulierung im Sinne mit alten Mitteln, bringt das, ich sag mal, das Finanzkapital in Wallung, also dass die Angst um ihre Pfründe haben, oder schlagen die mit alten Mitteln zurück und da, wo schon viel Geld ist, kommt auch wieder viel Geld, Token, Krypto hin? Haben die ihr Schäfchen im Trocknen oder haben die Angst? Wie siehst du das?
Na gut, genau weiß ich nicht. Ich kann nur spekulieren und so von einer Sache auf die andere schließen, ne? Ich meine, es ist ja auch jetzt, jede Bank hat ja jetzt sich so einen Krypto-Experten auch geschnappt, ja, auch die Deutsche Bank irgendwie letztes Jahr, den Herrn Bechtel heißt er, glaube ich. Ja? Also das heißt, sie erschließen sich das. Auch was man so in letzten Wochen gehört hat, wer jetzt wieder überall einen Bitcoin-Fonds aufmacht. Das heißt, die haben mitbekommen, dass das eine Möglichkeit ist, Geld zu verdienen und diese Chancen genutzt und haben, und da kann ich aber insofern auch nur spekulieren, die Chance auch erkannt, durch Einflussnahme auf den Regulator, die Regulatorik so zu beeinflussen. Das sieht man, oder das ist wirklich eine Vermutung, ja, insbesondere bei diesem Mika-Papier von der EU, dass die sagen, okay, na, wir können das ja, wir können Finanzgeschäft, wir können Verbraucherschutz, wir können Anlegerschutz. Und wir sind da geübt drin im Finanz- oder Kapitalmarktbereich. Und dann können wir dieses Krypto auch. Und dann sollte das doch aber auch der Standard sein. Und das ist so ein Grundkritikpunkt auch an Mika, ist, dass die Standards, die dort eingefordert werden, wenn man Krypto-Verwahrgeschäft machen will, wenn man eine Exchange machen will und so weiter und so fort, halt im Grunde die Voraussetzungen angelegt werden, die auch, ich sage ganz vereinfacht jetzt, im klassischen Finanzmarktsektor gelten würden. Das heißt, wenn du das machen willst, brauchst du eine Banklizenz. Das ist für eine Großbank überhaupt kein Problem, einfach eine Tochter zu errichten, die entsprechend zu präparieren und halt sich dieses Geschäftsfeld zu erschließen. Das ist aber für die Community und für die Projekte, die dir rauskommen, die halt diesen zentralistischen Ansatz haben, wo drei, vier, fünf Jungs und Mädels eine Idee haben, das umsetzen und dann halt das an den Mann bringen wollen, ungemein schwieriger, dann diese Anforderungen zu erfüllen. Das heißt, die Vermutung ist halt von mir, dass da schon das Potenzial gesehen wird, dass das ein weiterer Markt ist. Und ich sage mal ganz böse gesprochen, vielleicht auch einer, wo ich ein analoges Asset halt nochmal digitalisieren kann und nochmal ein zweites Mal verkaufen. Ne? Das heißt, einfach ein Grundstück, was ich sowieso schon als Spekulationsobjekt vielleicht im Portfolio habe, kann ich nochmal tokenisieren und dann haue ich das nochmal auf den Markt. Ne? Und das sind Potenziale, die gehoben werden. Und das sieht man ja auch in den Beratungen. Es gibt immer mehr Consulting, immer mehr Bereiche, wo dann so eine auch Beratung stattfindet und neue Geschäftsmodelle entwickelt werden. Und da sind ja die Treiber natürlich die Börsen und auch die Banken in dem Kontext. Ja, und man kann ja zwischenzeitlich bei der einen oder anderen Bank auch seine Bitcoins verwahren lassen, was ich auch sehr skurril finde, wenn man sich mal das Bitcoin-Paper durchliest und der Satoshi oder wer auch immer das dahinter steht, würde wahrscheinlich ihm die Kinnlade auf den Tisch fallen und sagen, dafür habe ich das doch gar nicht gemacht. Ja. Aber ich glaube, das ist insofern nicht schlägt zurück, sondern nutzt einfach die Möglichkeiten und versucht, diesen Bereich mehr zu erobern. Ja? Und die einzige Möglichkeit, die jetzt nur besteht, ist, dass man es so macht wie Bitcoin letztlich auch und der Grundansatz von DeFi ist, dass man wahrhaft dezentrale Strukturen schafft, eben um dort rauszukommen. Ja? Weil man gegen diese klassische Regulatorik weiß ich nicht, ob man da ankämpft. Also es wird sicherlich der ein oder andere Projekt geben, dass ich das leisten kann, auch diese ganzen Lizenzen sich dann zu holen und Genehmigungen. Hin und wieder spreche ich auch mit Leuten darüber und dann gucken die aber einen auch mit den großen Augen an, weil im Grunde sagt man nur so, wenn ihr das Projekt umsetzen wollt, müsst ihr es so machen wie bei Bitcoin. Das heißt, macht das White Paper, postet das in die Welt, hofft, dass sich das verbreitet, dann entsteht das Netzwerk und die Leute fangen an, das zu nutzen. Das wollen aber auch nicht alle, weil natürlich die im Rampenlicht noch stehen wollen und auch sagen, das ist ja unser Projekt. Ja. Und wenn man das aber machen will, das heißt, wenn man identifiziert werden will damit, dann braucht man den Regulator, dann muss man diese Anforderungen erfüllen. Ja? Und dann flüchten manche halt in solche Regionen, wo halt die Regulatorik etwas ganz anders gehandhabt wird, wie auf die Bermudas, ja, oder nach Singapur, obwohl da die Regulatorik auch da ist, aber die ganz offen ist. Ja, oder was habe ich gehört? Dubai gibt es jetzt auch die Möglichkeit oder auf die Shetlandinseln und sonst wo. Ne? Also das heißt, man flüchtet eigentlich vor der Regulatorik auf den Offshore-Bereich, aber auch nur, weil man das halt nicht möchte. Ne? Und im Grunde, so das Gefühl her, drückt eher der klassische Finanzsektor jetzt die Krypto-Community raus aus der Kryptowelt und will die eigentlich für sich. Der Witz ist bloß, ohne die Community, ohne das dahinter, funktioniert die ja nicht. Ja? Also wenn kein Bitcoin-Netzwerk mehr läuft, dann können die keine Bitcoins verkaufen. Das scheint dort auch nicht so verstanden zu sein. Aber diese freiheitliche Idee des Bitcoin, dass eigentlich jeder auch, sei es der kleinste Mikrobeitrag, sage ich mal, gut, jetzt sind die Gebühren zurzeit sehr hoch, aber das könnte sich ja technologisch durch technologischen Fortschritt ändern. Aber dass wirklich jeder an jedem, sage ich mal, Finanzprodukt teilhaben kann, wenn er die Idee hat, vielleicht sogar ein eigenes dezentral oder in Gemeinschaft rausbringen kann, dezentral.
Das ist ja die eigentliche Freiheitsidee, die wird wieder ad absurdum geführt, wie du sagst. Also das ist auch mein Gefühl, dass die Großen langsam in diesen Kryptobereich reingehen und mit ihrer Geld- und Marktmacht eben diese Dinge Stück für Stück besetzen. Ja. Ja, ich hatte es genau. Schon in meinem ersten Buch geschrieben, die Leute aus der alten Welt kommen mit Säcken voller Geld in die neue Welt. Genau. Und wenn die dort Kohle verdienen können, dann packen die ihre Säcke und gehen dahin. Und das sieht man ja jetzt, was da an Geldern in Bitcoin und auch in andere Sachen reingeflossen ist. Und ich denke mal, die Büchse der Pandora ist geöffnet und da können die halt nur noch entweder mitspielen, aber gegen Anstinken wird halt ein bisschen schwierig sein. Ja, das ist auch spannend, weil das auch die Argumentation, die momentan auch durch die Landschaft und die Medienlandschaft, insbesondere mit Blick auf Bitcoin, ja, geführt wird. Ja, also unabhängig vom Klimathema, klassisch immer noch Terrorismus, Finanzierung, Darknet, kommen ja immer noch die Argumente, kommt natürlich dieses Thema Spekulation. Ja, das ist auch mal interessant. Mache ich als Jurist immer, dass man auch mal den Begriff mal hinterhergeht. Ne? Spekulation war und ist immer schon ein Teil auch einer Marktwirtschaft, weil der Markt ohne Spekulation nicht funktioniert. Also es ist schon so ein bisschen skurril, das dann vorzuwerfen der Wirtschaft, dass sie spekuliert. Aber ich ahne, dass es dann so kommt, wenn es irgendwann mal knallen sollte auf irgendeinem Gebiet und dann wird wahrscheinlich dann der Community wieder vorgeworfen, ja, ihr wart das doch, ja, vielleicht dann doch wieder die Cypherpunks. Ihr mit eurer Gier habt das ja hervorgerufen, aber eigentlich waren es vielleicht dann doch die klassischen Akteure, die nur auf dem Zug aufgesprungen sind, die bloß wieder rechtzeitig runterkamen. Ja. Womöglich. Ja, das ist so, aber das, man gab auch mal so eine Diskussion, ich glaube bei Twitter war es irgendwann, ob man nicht vielleicht mal dann auch doch Bitcoin zensieren sollte, dass vielleicht doch nicht der klassische Finanzmarktakteur dort mitmachen darf. Aber geht natürlich nicht. Ne? Kann jeder mitmachen, wie Ralf gerade schon gesagt hat. Aber ich befürchte so ein bisschen, dass diese Themen dann da als Altlasten zurückbleiben und von jemandem geschultert werden müssen, die das gar nicht verursacht haben in der Dimension. Ja? Alleine was Tesla, wie gesagt, investiert hat und ich habe irgendwo auch mal gelesen, die haben in der Zeit seitdem die Investitionen mit Bitcoin mehr verdient als im gesamten Jahr, seitdem es Tesla überhaupt gibt. Ja, also in dem halben Jahr jetzt, glaube ich. Ja. Und die Hälfte der Fördergelder haben sie ja in Bitcoin gespendet, muss man so ausdrücken. Aber wir haben ja jetzt schon eine ganze Weile über Regulierung gesprochen. Du bist ja da auch ein bisschen mit in nächster Nähe dabei. Was wäre denn aus deiner Sicht eine ideale Regulierung für den Kryptobereich? Ja, was heißt ideale Regulierung? Man müsste dann viele Sachen neu denken, die möglicherweise dann die so eine Art Weichenstellung darstellen. Die Grundüberlegung ist halt, gar nicht, dass man so eine spezifische Regulierung macht für den Kryptobereich, sondern die Grundfrage ist, möchte ich den Finanzmarkt oder den Kapitalmarkt möglicherweise öffnen für jedermann? Ja, soll vielleicht jeder partizipieren können? Ja, und es gab ja diese Diskussion immer schon, wenn auch im kryptofreien Bereich, Stichwort Crowdfinanzierung, ja, so Crowdfunding-Sachen, die immer schon dann zu Irritationen geführt haben und immer kam der Regulator dann wieder auf. Und da müsste man im Grunde anfangen. Ja, sollte man vielleicht es ermöglichen, dass für einen gewissen Bereich kann man ja auch deckeln, dass man sagt, okay, wer jetzt irgendwelche Projekte hat und dort aufruft, dort Geld hinzuschicken und dann irgendwie Leuten auch Partizipation ermöglicht oder wie auch immer, dass er das halt erlaubnisfrei tun kann. Ja, das wäre so eine Grundfrage. Da kommt man in den Bereich rein, naja, warum machen wir die Regulatorik? Weil wir natürlich schützen wollen unsere Anleger oder unsere Verbraucher, weil die brauchen Schutz, weil generell natürlich irgendeine bestimmte Marktmacht diese möglicherweise ausnutzt. Oder aber, naja, der Staat hat ein unheimliches Problem mit dem Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Drum kommt ja auch so jetzt immer mehr Regulatorik rein. Ne? Es kommt ja auch ein neuer Gesetzentwurf auch wieder im Bereich der Geldwäsche, dass jetzt alles, was da war über 1.000 oder waren es 5.000, über 1.000 sogar, Euro ist anzeigepflichtig und so weiter und so fort. Da wird auch wiederum gesagt, naja, das ist ja, das muss, kann nur der Staat machen, deswegen brauchen wir da eine Genehmigung, das können wir euch nicht überlassen. So, das heißt, man müsste diese zwei, das sind noch mehrere möglicherweise an Themen, da müsste man eine grundsätzliche Entscheidung treffen. Möchte man das einfach mal, also Freiheit, ja, freien Markt oder freie oder Privatautonomie auch in dem Bereich zulassen oder halt nicht?
Und da hat man so ein Grundproblem, was ich immer sehe, dass Menschen generell so ein Problem haben, mit Freiheit umzugehen. Es gibt halt immer die ein oder andere, die es übertreiben. Und so ist es vielleicht ein Stück auch, was wir jetzt so als Bürde haben. Die ganze Regulatorik und auch wirklich auch die sich ankündigende Härte des Staates, da durchzugreifen. Ja, Bitcoin-Verbote gibt es ja jetzt auch immer vermehrt. Man die Rufe danach. Woher die kommen ja nicht daher, weil das originäre Paper von Satoshi 2008 oder 2008 aufgetaucht ist und dann umgesetzt wurde. Am Anfang hat sich da keiner dafür interessiert. Die kamen ja erst wieder, darum, weil es irgendwelche Jungs und Mädels übertrieben haben in dem Kontext. Ja, weil sie die Freiheiten ausgenutzt haben. Und ein Stück weit ist so, die Überlegung ist erstmal das Problem selbst gemacht, hausgemacht. Das heißt, weil wir alle vielleicht über die Stränge geschlagen haben, ja, Gier frisst Hirn, sind die Probleme ausgekommen, dann kamen die Scams auch hoch. Und da ist es natürlich jetzt schwierig, wenn man den Regulator sagt, naja, gib uns doch eher ein Stück Freiheit, reguliere nicht, gib uns freie Räume, Bereiche, wo man einfach das mal ausprobieren kann, ja, dass man vielleicht regionale oder lokale Bezüge hat und dort sagt, okay, da kann ich halt ein Geld, ein Token, was auch immer machen. Und aber nur das wäre in meiner Sache die richtige Regulierung, weil wie will man es sonst anders machen? Alles andere würde bedeuten, dass man die bekannten Strukturen fortführt. Ja, und da kann man dann abschwächen bestimmte Höhen, aber im Grunde ist die Gefahr, die man so sieht oder die vielleicht auch hineininterpretierte manche Dinge, wie beispielsweise Kapitalanlegerschutz, ein Stück weit dann natürlich real, weil die auch ausgemacht ist, insofern, weil es halt auch ausgenutzt wird. Ja, den grauen Kapitalmarkt gibt es ja auch in Deutschland und wo immer noch Leute über die Dörfer fahren und irgendwelche Schuldverschreibungen verkaufen für irgendetwas und die Leutchen ihre Lebensversicherung auflösen. Das kommt nicht so durch die Medien, ja, aber bei Krypto wird natürlich da genauso geschaut. Ja. Also wenn man eher so darum dazu käme, dass wir so einen Teil Selbstregulierung haben, so einen Code of Conduct vielleicht irgendeiner Community, und man hält sich daran. Ich glaube, da hätte man auch viel besseres Argument, dann zu sagen zum Regulator, hey, lass uns doch mal die Freiheit, das zu tun. Ja, aber so spezifisch jetzt irgendwelche Bereiche erlauben oder nicht erlauben, Krypto-Verwahrgeschäft erlauben oder eine Exchange erlauben, ja, ich weiß nicht, ob ich das, man müsste dann die Grundfrage stellen. Ja, soll der Kapitalmarkt geöffnet werden für privatautonome Gestaltung eigentlich, ja, dass jeder teilhaben kann? Da kommen wir gleich vielleicht zur nächsten Frage. Ich meine, es gibt Dinge, wo man sich in dem heutigen Finanzmarkt fragt, Leerverkäufe. Zum Beispiel, wir haben ja da ein bisschen Unsinn gesehen wieder mal mit den Wall Street Bets in positive und negative Hinsicht. Aber wenn man jetzt klassisch sagt, wir verbieten alle Leerverkäufe, also das Wetten auf etwas oder etwas, was mir gar nicht gehört, was ich danach kaufen muss und. Wenn man solche Dinge verbieten würde und das auch im Kryptobereich, wäre das nicht sinnvoll oder wäre das eine Beschränkung des Finanzmarkts und der finanziellen Freiheit? Wie siehst du das? Naja, also das ist, ja klar, kann man Dinge, greift man natürlich ein, dass sie in der Form dann vielleicht positive Effekte hätte, wenn ich solche Instrumentarien verbiete. Ja, weiß nicht, ob das jetzt für den Kryptobereich sinnvoll ist oder nicht, aber die Frage, die eigentlich dahinter steht, ist ja, dass es so eine Art Ungleichgewicht gibt in dem Kontext, dass vielleicht mittlerweile solche komplexe Finanzinstrumente bestehen, die ja nur noch ein Bruchteil der Menschheit versteht. Ja? Und da entstehen leider irgendwie keine Selbstregulierungseffekte. Ja, also ich meine, das ist genauso, Bitcoin kann man auch verbieten, lässt sich nicht verbieten. Leerkäufe kannst du natürlich auch verbieten, aber es ist ja jeden Tag, irgendwie kommt irgendwas vor bei irgendeiner Bank, die machen es halt irgendwie trotzdem. Ja, und weil das auch so eine Nische ist in dem Bereich. Und solange du nicht irgendwie so eine Selbstregulierung hast, nützt auch so ein Verbot irgendwie nichts. Ja, also einzelne Instrumente jetzt zu verbieten, ja, kann natürlich einen Effekt haben, aber dann denken die sich auch wieder sonst was Neues aus. Ja, also auch auf die Leerverkäufe muss man ja auch erstmal kommen. Ja, und es ist so ein generelles Problem, auch der Compliance im Finanzmarktsektor, dass diejenigen, die sich diese Produkte ausdenken, so auch verkopft sind, so nicht Spezialisten sind, dass eigentlich die Leute, die das überwachen sollen, gar nicht die Sachen gar nicht mehr verstehen. Ja. Und dann ist die Frage, willst du Dinge verbieten, die man nicht versteht? Soll nur das Einfache soll geben? Ja? Soll Darlehen, soll eine Bank machen oder ein Finanzmarkt und ja, vielleicht noch Aktien, aber mehr nicht. Ne? Das ist schwierig.
Also ich finde, Verbote helfen da im Grunde wenig. Du brauchst so ein, wie gesagt, immer kommst du immer wieder zu den Grundlagen. Man müsste dort irgendwie einen Konsens finden, dass wir alle irgendwie klarkommen mit Freiheiten. Ja? Dass wir wissen, okay, wir übertreiben es nicht. Wir lassen alle partizipieren, wir kooperieren mehr. Also das ist eher so eine philosophische Grundfrage, die sich mir da stellt. Okay, machen wir einen kleinen Themenwechsel. Wie siehst du die rechtliche Bedeutung von Smart Contracts? Da gibt es ja auch eine ganze Reihe von Meinungen von deinen Kollegen. Und ich glaube, ich habe von dir auch mal ein paar gehört gehabt im Rahmen eines Vortrags. Aber wiederhol es vielleicht nochmal für die Zuhörer und die Zuschauer. Ja, gerne. Also ich glaube, Smart Contracts wird, glaube ich, jeder wissen, was das ist, so vereinfacht. Glaube ich, oder? Brauchen wir jetzt nicht nochmal Ja gut, darlegen, es würde ist ich ein sagen. Programm, was halt bestimmte Anweisungen beinhaltet. Genau, ifs and else zu Klassik. Also ich vergleiche das immer mit so einem Cola-Automaten, ja, oder so einem Kaugummi-Automaten oder wie man es halt so kennt, die stehen ja überall rum, auch im Bahnhof. Wenn du dort einen Euro reinsteckst, dann kommt unten die Cola raus, ja, und es interagiert kein Mensch. Und nichts anderes ist im Grunde ein Smart Contract, der halt bloß getriggert wird und wartet auf irgendeinen Datensatz und dann reagiert er und wirft irgendetwas aus. Ja, im Grunde dieselbe Formulierung. Das ist im Grunde schon auch so ein bisschen auch wieder so ein Paradox in dem Bereich. Als diese Sache mit den Smart Contracts aufkam, dann fühlten sich die Juristen ja herausgefordert, da die Sachen zu durchdenken. Und hatten aber die meisten, muss man wirklich so sagen, hatte ich am Anfang auch nicht, habe ich auch dann später mitbekommen, gar nicht im Hinterkopf, dass es die Cola-Automaten ja schon gibt. Es gibt ja Smart Contracts schon. Also das Grundkonzept gibt es schon. Und das hat rechtlich jetzt, gibt es ein paar, kann man drüber diskutieren, aber hat noch nicht so die Probleme hervorgerufen. Die eigentlichen Probleme, die sich da stellen, sind fast ein bisschen spannender, weil man natürlich durch so eine Implementierung von Smart Contracts beispielsweise oder insbesondere ja, Fluggastrechte sind ja so ein Bereich, wo die sehr effektiv sein können. Wenn man eben solche, die dort implementiert, dass die meinetwegen automatisch irgendeinen Schadenersatz oder die Ticketrückerstattung oder irgendeinen Betrag X zahlen, wenn sich der Flug um so und so viele Minuten verspätet, was ja eine so eine schöne Anwendung ist, dann hat man ein ganz anderes Problem, nämlich in dem Bereich, weil nämlich vorher es das Problem war, dass ein Fluggastrecht, der halt geltend gemacht werden musste, im Zweifel durchgesetzt wurde. Das heißt, was? Man schrieb die Fluggesellschaft an und sagte, hier kam zu spät, hier ist der Zettel, ich will jetzt 250 Euro zurückhaben. So, dann haben die sich vielleicht 3 Wochen Zeit gelassen oder auch nicht. Ja? Jetzt mit so einem System kommst du dahin, dass im Grunde alles automatisch abläuft und jeder, der irgendwie in dem Flugzeug saß, was sich verspätet hat, macht seinen Anspruch automatisch geltend oder wird automatisch geltend gemacht. Das führt dazu, dass möglicherweise jetzt so ein Bruch in der Kalkulation ist, dahingehend, dass die natürlich im Rahmen von, was weiß ich, Preiskalkulation oder interner Rechnung im Unternehmen einkalkuliert haben, dass sich was verspätet, dass bestimmte Personen auch mal so einen Anspruch geltend machen, aber das vielleicht nur in so einem Prozentsatz X und das können wir schon verkraften. Wenn jetzt aber alle kommen, automatisch, sozusagen alle machen ihre Ansprüche geltend und nicht nur geltend, sondern es wird gleich ausgeführt. Ja? Also kommt zu spät, zack, Geld wird ausgezahlt, führt das zu einem Ungleichgewicht. Jedenfalls wurde mal auf einer Tagung darüber diskutiert, dass das zu Problemen führen könnte, wenn man jetzt das zulassen würde, dass jeder, also dass es praktisch so eine automatisierte Regressstruktur gäbe, ja, oder Schadenersatz, der eben nicht mehr von Menschenhand geprüft wird, weil in Summe das vielleicht auch dann die Unternehmen überfordern würde, wenn dann jeder seinen Anspruch wirklich durchgesetzt bekommt. Und das hat man erst im weiteren Verlauf gesehen, dass es da so Probleme geben kann oder dass beispielsweise das wird auch immer diskutiert, naja, es ersetzt ja irgendwie oder es greift ein in das staatliche Vollstreckungsmonopol, weil im Grunde kann ja nur der Staat Ansprüche durchsetzen. Das heißt, wenn ich irgendwie einen Kaufpreis von jemandem bekomme und der zahlt nicht, muss ich ihn verklagen und selbst wenn ich gewonnen habe, kriege ich nicht Geld, brauche ich einen Gerichtsvollzieher, muss er hingehen und sich mir das Geld holen. Mit einem Smart Contract wäre es einfacher. Das heißt, ich könnte mir einfach durch den Prozess, würde mir wahrscheinlich der Kaufpreis überwiesen werden, Punkt ist erledigt. Ja, und dieser Prozess ist dann gestört, sodass einer Juriste sagte, naja, die haben dann das Recht zum Vertragsbruch etabliert, sagt, naja, der hat doch gar nicht mehr die Freiheit, jetzt nicht zu zahlen. Und das stört wiederum die Privatautonomie. Also das ist ganz krude, finde ich. Ja. Auf der anderen Seite wird gesagt, naja, es stört das staatliche Vollstreckungsmonopol, weil nun auf einmal alles automatisch durchgesetzt wird. Ja, also das sind so Fragen, die dann aufkamen.
die bis jetzt immer noch nicht geregelt wurden oder so diskutiert werden. Großes Problem ist natürlich immer noch, dass die Smart Contracts sich, also es gibt wenig, die jetzt in der Realität irgendwie so oder einer breiten Masse Anwendung finden können. Ja, also ich hatte auch mal einen Unternehmer, sagte, gib mir diesen Smart Contract, ich will das morgen einsetzen. Ja, geht ja gar nicht so ohne weiteres. Das heißt, so richtig vor Gericht ist noch nichts gelandet, weil die Probleme einfach noch nicht da sind. Ja, aber es gibt so ein paar andere Parallelfälle, die man dann vielleicht daraus, wo man Parallelen zählen kann, wo der Staat sich eigentlich auch nicht stört, wie beispielsweise den Käuferschutz bei PayPal. Ist nämlich auch so ein, gab es so einen Fall, jedenfalls habe ich da gesagt, dass dieser Fall eigentlich auch von Smart Contract Anwendung finden würde. Und der BGH hat das extra entschieden, also Bundesgerichtshof hat gesagt, okay, das ist zulässig, das so zu tun. Was war dort passiert? Es hat jemand was ersteigert bei eBay oder Sofortkauf gemacht. Das Geld wurde über PayPal bezahlt. Und dann hat er die Ware verschickt oder nicht, jedenfalls kam nichts an. Und er hat gesagt, hier, ich habe meine Ware nicht bekommen, bitte zahl mir mein Geld zurück. Ja, das hat PayPal gemacht. PayPal hat einfach das Geld zurückgezahlt. Und auch nur, weil die zweimal geklickt haben im Netz, also oder bei seinem Account, hat gesagt, ja, Frage 1, Ware angekommen? Nein. Möchten Sie Ihr Geld zurück? Ja. Das wurde ausgeführt, also auch bloß ein Computerprozess, und dann wurde das Geld zurückgezahlt. Und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, ja, das ist absolut legitim, wenn zwei Parteien sagen, okay, wir wickeln unser Vertragsverhältnis über eine dritte Einheit ab, PayPal, und wir sagen, PayPal soll entscheiden, ob der Kaufpreis bleiben darf oder nicht, dann müssen beide das akzeptieren. Und da meinte ich so, naja, das kann man ja eins zu eins auf einen Smart Contract übertragen. Das heißt, wenn zwei Parteien sagen, hey, wir lassen unser Rechtsverhältnis über einen Smart Contract abwickeln, und wenn der halt null sagt, dann ist das, und eins sagt, das ist das, und wir streiten dann nicht mehr rum, wir akzeptieren das Ergebnis, dann muss das genauso zulässig sein, wie als wenn eine dritte Person dabei ist. Ja? Aber das sind so, wie gesagt, vielleicht auch schon hier relativ komplexe rechtliche Probleme, die sich da stellen. Aber das eigentliche Problem, dass irgendwie keine menschliche Interaktion stattfindet bei irgendwie einem Vertragsabschluss oder Vertragsvollzug, die Themen sind echt alt. Ja? Und vielleicht kennt ihr, es gibt ja auch so Kaugummi-Automaten oder so ein Automat, so rein mechanisch, wo so ein Griff dran ist, da steckt man Geld rein und dreht. Da ist nicht mal Strom drauf. Und das funktioniert auch. Ja? Und das ist rechtlich überhaupt kein Problem, das zu erfassen. Nur da haben sie am Anfang alle drauf gestürzt. Ich vielleicht am Anfang auch, bis ich gemerkt habe, oh, das gibt's schon. Bei den ersten Smart Contract, der ist irgendwie 2000 Jahre alt, ist irgendwie so ein Brunnen aus Griechenland. Wenn man da irgendwas draufgelegt hat, kam unten Wasser raus. Im Grunde ist das auch schon, das Prinzip ist das gleiche, wenn man so will. Warte noch mal kurz, Ralf. Zwei Anmerkungen. Das erste bezüglich dieser Flugverspätung war ich bei einer anderen Konferenz, bei der du nicht warst. Und da ist das als ein Versicherungsproblem markiert worden. Das heißt, die Versicherungen haben sich beschwert, dass dann ein EDV-Unternehmen eine Versicherungsleistung übernimmt. Das ist im Grunde das, was die Regulatorik ist. Das heißt, die haben eine Schublade, ne, und gucken, und eigentlich diese Dienstleistung und das, was da passiert, das würde ja auch da reinpassen. Ne, und das ist möglicherweise, dann hat auch ein findiger Jurist wahrscheinlich gesagt, ja, wenn man das mal so nimmt, ja, also gerade wie ich jetzt diesen PayPal-Fall auf Smart Contract übertragen habe, hat wahrscheinlich dann jemand gesagt, hey, das ist ja irgendwie, was ihr macht, ist ja wie so eine Art Versicherungsgeschäft. Ja. Also das ist, siehst du mal, das ist praktisch der Beleg, man macht einfach Schubladen auf und guckt, oder guckt, in welches Muster passt das. Und dann wendet man halt alte Regulatorik auf ein neues Konstrukt, neue Dienstleistung, neue Idee an, ja, in der Form. So, die zweite Sache, auf die ich eigentlich hinaus wollte, wo du jetzt uns ein bisschen mit Beispielen auf einen anderen Pfad gebracht hast, ist ja okay. So, du hattest ja selber mal erzählt gehabt, bei Smart Contracts habe ich ja bestimmte Rechte nicht, die ich bei einem normalen Vertrag habe. Wenn ich einen Kaufvertrag eingehe, habe ich Wandlung, Nachbesserung und ähnliche Sachen. Und diese Sachen sind ja in der Regel über einen Smart Contract entweder gar nicht oder sehr aufwendig nur abbildbar oder programmierbar. So. Mhm. Und in die Richtung ging eigentlich meine Frage. Ja, aber das ist auch da, glaube ich, auch nur so ein Scheinproblem, weil beste Beispiel steht bei mir im Keller. Weil ich mir ein Fahrrad im Internet bestellt habe und es hatte einen Mangel, ja, und jetzt seit über einem Jahr, fast ein Jahr, texte ich mit denen rum, was denn nur ist, ja, die sagen, schick das Rad zurück, ich schicke das nicht zurück, weil ich bin froh, dass ich es habe, ich will einfach nur mindern,
Ja, und es geht aber nicht, weil die sagen erst das Rad. Ich sage, nee, erst das Geld, dann das Rad und so streiten wir uns rum. Und dasselbe Problem wird ja beim Smart Contract genauso auftreten. Das heißt, wenn der Smart Contract mir irgendeine Leistung auswirft und ich bin damit nicht einverstanden, kann ich es auch erstmal nicht irgendwie korrigieren oder habe ich insofern als auch keine Möglichkeit, da Einfluss zu nehmen oder es rückabzuwickeln. Das heißt, weil der Smart Contract ja nur den Vertrag vollzieht, ja, in der Form. Und danach, freilich, könnte man natürlich vielleicht das weiterdenken, dass dann ja mit irgendeinem Deputat vielleicht gearbeitet wird, dass dann irgendein Restkaufpreis zurückgehalten wird, bis ich sage, es ist der Mangel ist behoben oder sowas. Das könnte man vielleicht sogar eher neutraler noch machen, ja, dass man so eine neutrale Instanz hat. Aber im Grunde ist das Problem genau das Gleiche, ja, weil du hast auch im reellen Leben vielleicht eine Partei, die einfach nicht mehr agiert. Die sagt, hier hast du den Gegenstand X und danach macht die einfach nichts mehr, ja. Und insofern ist das nicht wirklich ein Problem. Die Rechte bestehen ja nach wie vor. Ein Smart Contract schneidet ja den Vertrag nicht ab, sondern der ist ja nur so ein Teil. Also der Dame, das hat ja der auch Kollege Witterli, wie heißt der Witterlik, ne? Hat ja auch schon gesagt, er ärgert sich ja, dass das Smart Contracts genannt hat. Das hat ja nichts mit dem Vertrag zu tun. Ist ja wirklich bloß automatisierter Vertragsvollzug. Ja, wie Geld rein oder unten kommt die Cola-Dose raus. Ist eine regelbasierte Ablaufsteuerung. Ja, genau, ne? Also im Grunde nur das. Und da kann man natürlich dann, ich finde, das an sich ist eine schöne Variante, um viele Sachen zu automatisieren. Ja? Gerade in dem Kontext, wenn du dann auch noch über digitales Geld oder ein Zahlungsmittel zu verfügst, das kein reales Abbild hat, also wirklich nur digital existiert, dann ist das ja nur richtig super. Deswegen funktioniert das ja auch so gut in der Form. Freilich ist es wieder schwierig und man hier sieht es wieder, wenn man das mit der realen Welt verbindet. Ja? Weil denn dann doch irgendwie jemand kommt und den Sattel hoher schrauben muss. Das kann auch kein Smart Contract machen. Ja? Also auch wieder schwierig. Aber alles, was in der digitalen Welt stattfindet, ist natürlich für Smart Contracts ist das gut. Das läuft dann so ab. Und freilich ist es auch wieder so, etwas muss ich vorher wissen. Wenn ich weiß, ich wickel das über ein Smart Contract ab, dann weiß ich, dass es da auch Probleme geben kann. Das Schwierige wird halt, ist immer wenn diese zwei Welten aufeinanderprallen, wenn ich praktisch, ich möchte denselben, wie ich möchte Bitcoin benutzen, aber ich möchte. Ein Konto, ich möchte jemanden anrufen, wenn mein Konto gesperrt ist. Ja, es geht halt nicht. Ich muss halt selbstsouverän, also ich sage immer, Dezentralität heißt Selbstverwaltung. Ich muss mich selbst organisieren, selbst verwalten und ich muss die Risiken abwägen und in Kauf nehmen. Dass der Smart Contract Mist macht oder dass mir irgendeine Leistung, irgendetwas passiert und ich eben nicht die Sache zurückgeben kann oder sowas. Das muss ich halt wollen, weil wenn ich es halt will, dann muss ich in der realen Welt bleiben. Ja, ich glaube, das ist auch so ein. Ist die Entwicklung halt noch nicht so weit. Ich weiß auch nicht, wie das gehen soll. Ja, wir können ja nichts Reales ins digitale Welt und dann zurück. Das sind wir ja bei Star Trek und Co. Ja. Aber das finde ich ist so eine Barriere oder so eine Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss. Ja, also ich kann nicht das eine wollen und das andere nicht. Ne? Also es geht nur entweder oder. Weiß ich nicht, ob Gut. das deine Frage beantwortet jetzt. Ja. Also ich halte das nicht so ein großes Problem mit fehlenden Rechten. Die hast du nach wie vor, weil der Smart Contract nicht eingreift in die Vertragsstruktur. Der ergänzt nur den Vertrag in der Form, dass die Abwicklung, dass beide Parteien sagen, wir wickeln den halt darüber ab. Ja. Ja, dein Problem ist Vortrag halt bloß, wenn der eine sitzt in Feuerland und der andere sitzt in Japan. Ja, dann. Dein Vortrag ist ja schon ein paar Jahre her und du hast Ja. da im Prinzip bei deiner Meinung weiterentwickelt. Richtig. Ja, also ich bin auch nach wie vor immer noch der Auffassung. Es ist ja wirklich nicht viel passiert, sehr viel geschrieben worden dazu. Aber wo man wirklich sagen muss, wow, das ist jetzt was Bahnbrechendes, ist da auch nicht jetzt rausgekommen. Hat sich auch ein bisschen, ist ein Stück vom Gefühl her, ist auch so im Land, Sande ein bisschen verlaufen. Also ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so noch so richtige Smart Nee, Contract-Projekte gibt ist noch. recht ruhig Also geworden. ja, ne, macht keiner mehr. Wie gesagt, der Kohleautomat gibt es an jeder Ecke, funktioniert. Ralf, ich stelle jetzt mal die nächste Frage und du machst dann die restlichen beiden von der Folie, ne? Weil die nächste Frage stammt ja auch von mir. Ich meine, im Liechtensteiner Blockchain-Gesetz haben die ja auch die Token und die Schubladen gemacht und wir hatten da auch mal die Token ein bisschen in Schubladen gepackt, wie zum Beispiel Aktientoken. Also quasi, du hast ein Token, wo du ein Anrecht hast, so ein Governance-Token, sagt man jetzt, wo du mitbestimmen kannst, wo du aber auch einen Rückfluss bekommst, wie eine Dividende oder was auch immer. Dann gibt es Produkttoken, wo sie vielleicht irgendwie mal ein Fahrrad kriegen kannst.
Service-Token, da kann ich halt einmal in die Sauna oder mit der U-Bahn fahren. Und Anrecht-Token, das sind halt auf irgendwelche Inhaberschaften. Und dann gibt es halt noch Datentoken, die irgendein Datum sein können. Wie siehst du das bezüglich der Token als Anrecht für irgendetwas? Naja, das ist ja nun spezifischer, nur auf den Token halte ich für, muss ich ehrlich sagen, mit die spannendste Variante. Insbesondere dann, wenn du Rechte tokenisierst, also digitalisierst, die halt in der realen Welt keine Schriftform brauchen oder keinen Notar. Ja, darum geht ja, es ist völlig unmöglich, in Deutschland GmbH-Anteile zu tokenisieren. Das kann man komplett streichen, die Idee, ist nicht umsetzbar. Bei Aktien viel einfacher, weil die halt nicht verbrieft sein müssen in der Form. Also bei kleinen Aktiengesellschaften, nicht bei den großen, da ist es wieder nur ganz anders. Ja, oder bei den typischen Handelspersonengesellschaften, wo es auch kein Schriftformerfordernis gibt, da kann man das durchaus einsetzen. Auch bei allen möglichen anderen Rechten, wo wir gerade dafür gesprochen haben, du könntest ja ein Recht auf Rückgabe eines Gegenstandes, könntest du ja vertokenisieren. Das heißt aber, der wird natürlich nicht digital, sondern du vereinbarst einfach mit einer Partei X, also derjenige, der dieses Datum hat oder der dieses elektronische irgendwas besitzt auf seiner Wallet oder wo auch immer, der darf jetzt in die Sauna oder nicht in die Sauna oder darf damit Fahrrad fahren oder was auch immer. Ja? Das wird in meiner Sicht funktioniert sehr gut, weil wir da, wenn man da an die Eingangsrede von mir denkt, nicht dieses digitale Zwillingsproblem hat. Ja? Man sagt dann, okay, alles, was digital ist, gilt. So, und da so ist ja auch die Idee von einem lichtenständischen Konzept. Da sehe ich sehr viel Potenzial, dass man das nutzt, um in diesem Bereich weiter zu agieren. Alles andere, wo immer so ein reales Objekt noch bleibt, ist halt schwierig. Ich finde auch den Begriff Tokenökonomie sehr unglücklich, ja, weil das irgendwie so, hat doch keiner sich richtigen Gedanken drüber gemacht, glaube ich. Weil würde ja bedeuten, dass es ein eigenes ökonomisches System gäbe, das nur mit Token funktioniert. Wenn ich aber ein reales Recht, Zugang zu einer Sauna oder einer Schwimmhalle, ja, wenn ich dort die Eintrittskarte tokenisiere, dann ist es ja keine eigene Ökonomie, dann bleibt es ja nach wie vor eine Eintrittskarte für ein Schwimmbad, die halt bloß elektronisch übertragen wird. Das hat ja nun keine ökonomische besondere Relevanz oder irgendwas anderes. Ja, also weiß ich nicht, habe ich noch nicht verlautbart das, aber ich bin da immer sehr skeptisch mittlerweile, wenn dann immer so Tokenökonomie oder Tokenökonomie gerufen wird. Was denn da nun diese Besonderheit ist? Das ist wiederum alles das, was unique ist oder wie bei Bitcoin, da gibt es eine spezifische Bitcoin-Ökonomie, wie die funktionieren, dass das Netzwerk so funktioniert, wie es funktioniert, das finde ich, hat Berechtigung, sich so zu nennen. Auch im DeFi-Bereich gibt es das, dass ich sage, okay, da gibt es eine eigene Ökonomie, die darauf basiert, dass ich halt privatautonome Finanzsysteme etablieren kann mit eigenen Mechanismen. Und da können sich ja spezifische ökonomische Prozesse ausbilden, wobei die eigentlich auch bloß die klassischen, wie die Leerverkäufer, haben wir vorhin drüber gesprochen, vielleicht auch bloß übernehmen. Weiß ich nicht, da seid ihr die Experten. Ist da sowas, im Grunde machen die ja genauso crazy shit wie die klassischen großen Banken, ja, mit ihrer Spekulation. Da kann man vielleicht auch drüber reden, ob das eine eigene Ökonomie ist. Ja, aber in allen anderen Bereichen finde ich es, ist dieses, müsste man Token eher so ansehen als eine Möglichkeit, diesen Informationsaustausch oder diesen Transfer, Transaktion, die auf digital zu digitalisieren und da so mal den nächsten Schritt zu gehen. Ja, aber im Grunde bleibt es ein reales Thema, weil die Sauna will, glaube ich, keiner digital besuchen, sondern doch schon real irgendwie. Ne? Und da hast du wieder diese Schnittstelle. Aber ich finde diese Rechte, was du gesagt hast, das Tokenisieren von Rechten, ja, oder dass ich einfach vereinbare, okay, derjenige, der irgendeinen elektronischen Datensatz besitzt, der hat halt Zugang bei mir oder bekommt irgendwas ab oder darf etwas nutzen. Das finde ich ist eine spannende Sache. Ja. Scheitert aber in der Realität leider immer an Schriftformerfordernissen. Mhm. Und wenn du den Begriff Tokenökonomie hast ja gesagt, gefällt dir nicht. Hast du einen besseren Vorschlag? Ja, also ich würde es insofern. Der Token stört mich dort, ja, also oder undifferiert. Tokenökonomie stört mich deswegen, weil es so, es hat kein Anfang und kein Ende. So, was ist denn damit eigentlich gemeint? Und so, und ich verstehe darunter, Tokenökonomie verstehe ich jetzt nicht, einen digitalen Zwilling zu bilden und den jetzt zu verkaufen,
Ja, weil das ist, ich verkaufe ein reales Produkt zweimal, das hat jetzt keinen ökonomischen ist kein ökonomisches Neuland, was ich voraussetzen würde, wenn ich von Tokenökonomie spreche, sondern wenn ist das eher so ein Tokenökonomie bedeutet, ich kann ein habe ein privatautonomes Wirtschaftssystem vielleicht. Ja. Autark mit einer eigenen Dynamik und lebt von seinen Nutzern. So. Und da entstehen neue ökonomische Prozesse. Ich kriege es jetzt nicht in einem Satz so gerade hin als Definition, bin ich noch nicht so weit, aber das würde ich eher als eine vielleicht Tokenökonomie im engeren Sinne, wenn man so will, so würde ich das verstehen. Dazu würde ich Bitcoin zählen, dafür würde ich die ein oder andere DeFi-Projekt zählen, beispielsweise die MakerDAO, die ja sehr, sehr autark ist und zumindest, soweit ich weiß, gibt es da nicht wirklich irgendeine zentrale Einheit. Gab es vielleicht mal, aber mittlerweile nicht mehr, hat sich so verselbstständigt. Das ist für mich Tokenökonomie. Ja? Aber nicht digitale Zwillinge bilden und dann ein Grundstück digital nochmal verkaufen. Das ist, ne, fällt nicht darunter, würde ich sagen. Wie seht ihr das? Würde ich mal fragen. Ich habe das noch keinem erzählt. Ja? Ihr hört sozusagen zum ersten Mal diesen Gedanken. Ja gut, ich meine, du hast schon gewisserweise recht, aber ich sehe Token, ich unterscheide zwischen Token und Münzen. Und deswegen hatte ich da auch geschrieben, Token als Wertmarke. Also für mich sind die Token nur Wertmarken, wie quasi wie eine Essensmarke, wie ein Theaterticket, wie richtig, ein Knöllchen bin ich bei dir. Zum Beispiel. Könnte man auch als Token. Ich habe halt so ein Knöllchen-Token jetzt gekriegt. Das ist ein Minuspunkt und den muss ich halt irgendwie durch Bezahlen wieder von mir wegkriegen, wie so ein schwarzer Peter. So, und die Frage ist jetzt, gibt da noch den Begriff Tokenomics? Ob der jetzt besser ist, ich bin eher so ein Freund von deutschen Begriffen und wie gesagt, ein Token ist eine digitale Wertmarke für irgendwas. Ja, genau. Und da bin ich völlig bei dir. Das ist ja auch genau das, was ich sehe. Aber dieses Wertmarkensystem hat keine eigene Ökonomie dahinter. Es ist kein ökonomisches Konzept hinter einem Wertmarkensystem, außer dass es eine Wertmarke ist. Ja, und die gibt es schon. Wie lange gibt es schon Wertmarken? Gab es im Römischen Reich schon. Ne? Ja, das natürlich. Der Vorteil von diesen digitalen Wertmarken, ich kann die in einem System oder auf einer Blockchain, kann ich die einfach gegeneinander tauschen. Durch diesen dezentralen Marktplatz, den ich vorher nicht so hatte. Richtig, richtig. Das ist im Grunde meine Meinung. Ne? Das ist der Ansatz. Dieses privatautonome Wirtschaftssystem, das verdient den Namen Tokenökonomie, aber nicht, wenn du klassische Dinge einfach bloß digital nochmal verkaufst. Mhm. Ich glaube, wir sind auf einer Linie. Digital nochmal verkaufen ist eine Art Double Spending. Ne? Im Grunde ja, aber das machen die doch, die jetzt diese Immobilien tokenisieren, oder? Seht ihr das anders? Also ich verstehe es, also die haben ein Grundstück gekauft und verkaufen es nochmal. Nee, das sind Teileigentümer, Teileigentums. Ja, aber gut, also ich weiß nicht, ich kenne jetzt nicht alle Rechtsordnungen, ja, aber ich glaube auch in der Schweiz, wo so ein Projekt ist, oder in Deutschland, musst du ins Grundbuch und die werden ja wohl kaum die Tokeninhaber ins Grundbuch eintragen. Und solange du nicht im Grundbuch stehst, bist du nicht Miteigentümer. Und da hältst du nichts in der Hand. Außer einen Anspruch gegen diese Emittenten, mir vielleicht mal einen Anteil, einen Bruchteil übereignen zu lassen. Ja. Und das ist eben noch dann wieder eine juristische Frage. Muss man als Eigentümer wirklich im Grundbuch stehen? Oder ist man als Eigentümer dann als Miteigentümer, wodurch dann doch ein anderer, nehmen wir an, irgendwelche Entscheidungsrechte, eine WG oder irgendwas, so etwas, doch wieder eine, naja, ich sag mal, Entscheidungsgesellschaft oder Instanz da ist oder da sein muss, um etwas vernünftig zu entscheiden. Wenn jetzt alle Miteigentümer zum Beispiel dann sagen oder das Recht hätten, nee, ich will bei dieser Sache meine Miteigentümerschaft nicht einsetzen als Collateral. Du könntest ja dann eine Hypothek auf deine Teileigentümerschaft vergeben, angenommen, ja. Mhm. Und das müsste ja dann doch wahrscheinlich jeder Miteigentümer genehmigen oder nicht. Und was ist, wenn diese Teilhypothek ausfällt und so weiter? Also da wird es wahrscheinlich wieder einen neuen Markt für Intermediäre geben, die das dann wieder aggregieren und übernehmen. Ja. Und das ist auch wieder rechtlich interessant. Also die Token, also ich hätte eher so, gerade weil du sagtest vorhin, die GmbH lässt sich nicht tokenisieren, da hätte ich zum Beispiel gedacht, na ja, gerade da, wenn ich jetzt Eigentumsanteile an einem Unternehmen, Aktien ist ja auch nichts anderes als Eigentumsanteile, aber auch bei einer GmbH, warum sollte man das nicht? Ja, weil du Notar brauchst.
Du brauchst für einen Anteil, um eine Anteilsübertragung bei einer GmbH zu machen, brauchst du Notar. Das heißt, es hat null rechtliche Relevanz, was, Ja, wenn du irgendwas tokenst. Und heute. das heißt, du musst immer die, du musst den jeden Tokenübertragung musst du zum Notar gehen. Ja, das ist heute noch so, aber muss das in Zukunft noch so sein? Mach's doch Das, einfach. nee, das ist ja eine andere Frage. Das ist ja eine andere Frage, ob es noch so sein muss. Ich bin der Auffassung, ich würde beides anbieten. Also ich finde das wirklich eine schöne Variante und insbesondere im Unternehmensbereich. Das heißt beispielsweise zwei Unternehmer oder der eine überträgt sein Unternehmen auf einen anderen Unternehmer, Unternehmerin. Ja, und die könnten einfach, indem sie ihr Handy aneinander halten, ihre Anteile übertragen. Finde ich super. Ne? Also das ist nicht, ich sage nicht, ich will das nicht, sondern es geht aber nicht. Aber momentan geht es schlicht und ergreifend nicht. Und ich wage auch mal die zu behaupten, dass es auch nicht so schnell gehen wird und vielleicht in 10 Jahren auch noch nicht gehen wird, weil wir die Notare haben und die haben eine starke Lobby und die haben auch eine spezifische Bedeutung in unserem Rechtssystem. Und der sind praktisch der Intermediär ist der Notar. Ja. Und du müsstest den ja das entziehen. Und Ja, mal wieder. das wird nicht funktionieren. Das Da wird, kommen glaube wir ich. aber wieder gleich zu einem politischen System. Das habe ich mir eintragen lassen, den Begriff, dass wir nicht in einer repräsentativen Demokratie, sondern in einer repressiven Lobbykratie leben. Ja? Also das müsste aber langsam mal abgeschafft werden. Und uns gibt die Tokenisierung und die Blockchain gibt uns schon die Möglichkeit, das mal wieder ins gerade Licht zu rücken. Aber Ja, das ist wobei, weil, aber man muss auch mal für die Notare sprechen. Die haben durchaus, die haben eine wirkliche wichtige Bedeutung in unserem Rechtssystem. Das ist aber die Frage, ob man es halt für jeden Fall anwenden will. Und mein Beispiel ist auch immer, beispielsweise für Gründer, wenn jetzt gerade so ein Startup neu errichtet wird und die wollen eine GmbH gründen, wird ja immer so gesagt, ja, Gottes Willen, dauert alles zu lange, zu bürokratisch. Nee, für die finde ich gerade wichtig, dass die mal so ein Gründungsakt sich dafür ein bisschen Zeit nehmen, weil ich war 8 Jahre in der Insolvenzverwaltung tätig. 50% der Leute, die dort agiert haben, hatten von Unternehmertum gar keine Ahnung. Die wussten auch nicht, wie ein Kaufvertrag geht. Von Insolvenz hatten sie auch keine Ahnung, konnten keine Buchhaltung, keine Bilanz lesen. Ja, und die liefen draußen rum und wunderten sich, dass ihre Unternehmen nicht funktionierten. Ja. Für mich ist also durchaus, und da brauchen wir noch Notare. Genauso brauchen wir Notare, um halt möglicherweise Leuten, die nicht jeden Tag ein Grundstück kaufen, dass sie einen ordentlichen Berater haben und möglicherweise nicht zu irgendeinem Anwalt laufen müssen oder sich vielleicht dem Gegenüber erklären lassen müssen, wie der Vertrag funktioniert. Die haben, es ist ja schon eine richtige Relevanz. Nur es gibt aber halt auch die Bereiche, die, sag ich mal, keine Aufklärung brauchen, die wiederum, so habe ich vorhin auch gesagt, die selbstsouverän sind, Verantwortung übernehmen für sich selbst und wissen, was sie tun. Und denen, da bin ich bei dir, die brauchen wir vielleicht nicht bevormunden und sagen, nee, also wenn das und das der Fall ist, dann kannst du deine GmbH halt gründen, wie du willst und auch veräußern, wie du willst, weil der muss nicht geschützt werden. Das Problem so bei der Regulatorik ist immer, dass wie so ein Mann, es wird so ein genereller Schutz eingezogen für alle, so unterschiedslos. Ja? Freilich geht das auch gar nicht, weil das wird Recht würde unheimlich kompliziert werden, wenn man da immer sagen muss, okay, ja, beim Ralf, der braucht nicht so viel Schutz, der kann das, der Markus, der braucht hier, Tor Alexander, vielleicht um Gottes Willen, den muss man immer begleiten, ja, wenn er irgendwas macht. Das wäre natürlich schwierig. Da halt, der bist du auch in der Zwickmühle, ja. Und weil immer nur, das ist das auch die Lehre oder die Geschichte lehrt das. Immer wenn der Staat sehr liberal war, ja, ist aber auch eine These von mir. Führte das immer dazu, dass die Freiheiten ausgenutzt wurden. Das heutige Aktienrecht ist deshalb so formalistisch und streng, weil die es im Rahmen der Industrialisierung übertrieben haben. Wie gesagt, die Aktiengesellschaft ist entstanden von den Kaufleuten, weil die sich damals ihre Handelsrouten finanzieren mussten, um Gewürze zu holen. Weil das im 15., 16. Jahrhundert halt war ja halt kostenintensiv. Die Idee war super. Alle Kaufleute poolen das Geld, die bezahlen die Fahrt, zum Glück kriegt jeder was ab von den Gewürzen. Und so hat es funktioniert. Nur dann kamen halt irgendwelche in der Industrialisierung, die haben halt Aktienrechtsgesellschaften errichtet, ja, haben das Geld eingesammelt und sind damit verschwunden. So, das ist also der Missbrauch fand statt. Und irgendwann sagte der Staat, nee, so geht es nicht weiter. Wir brauchen jetzt ein Aktienrecht, dass eben sowas nicht stattfindet. Wir brauchen einen Notar, der da entsprechend eingreift. Naja, Das heißt, aber wenn man so die ganze Regulatorik anschaut, ist immer irgendeiner, der hat es übertrieben. Und drum gibt es immer Regulatorik. Weil solange wir die Freiheit in jeder in seinem Bereich so nutzt, bis zur Grenze des anderen, erleben wir, können wir viel mehr machen. Ja, also das ist so dieses Thema, was ich immer, das Problem immer dabei habe. naja, gut, kommen wir mal zurück. DeFi. Ja.
ist ja auch so, da schmeißen Leute in einem Collateral-Bereich ihre Anteile rein und die wissen gar nicht, dass da wird da alles zusammengemischt, ne? Und dann wird das als Angebot, dann wird darauf Liquidität gemeinsam erzeugt und dann kriegt man da ein paar Angebote, nimmt man durch Verleihung oder durch eine Hypothek eben anzubieten. Ne? Da funktioniert das ja ähnlich, wie das mit den Aktien gemeinsam, der meine Wege finanzieren bei den Kaufleuten war. Wenn man heute aber jemanden einen Token emittiert, also sprich ein Security Token Offering macht oder ein ICO, mit dem Token verbunden sind, gibt es da jetzt eigentlich schon klare rechtliche Regelungen in Deutschland? Ja. Die gibt es in der Form, dass das angepasst wurde. Also dieses bisherige, also die Kapitalmarktregulatorik ist sehr komplex. Ja, das ist auch etwas, wo ich nicht jeden Tag unterwegs bin. Aber es gibt verschiedene Regularien, ja, die insbesondere, wenn es um das Thema Wertpapiere geht oder halt, wenn ich auf den Kapitalmarkt möchte und dort Dinge verkaufe, ganz vereinfacht gesagt, also irgendwelche Finanzprodukte, ob das nun Schuldverschreibungen sind oder Wertpapiere, und da kam eben als erstes die Bewegung rein, so ist ja auch der Wandel vom ICO zum STO gekommen, zum Security Token Offering, ja, weg vom Initial Coin Offering, dass eben gesagt wird, okay, wir gehen jetzt bewusst den Weg und erschaffen Wertpapiere, Schuldverschreibungen meist in digitaler Form, in Token, weil die halt nicht formgebunden sein müssen, und die geben wir halt in den Markt, und da gibt es schon Regulatorik, die halt sagt, okay, bis zu dem Bereich kannst du das halt ohne Genehmigung machen, das ist nur anzeigepflichtig, bis zu dem Bereich ist es genehmigungspflichtig, es kommt darauf an, wie teuer deine Papiere sind, ja, ob die 100.000 Euro kosten oder 1 Euro, es kommt darauf an, wen du ansprichst, und insbesondere dann, immer wenn man eine breite Masse anspricht, das heißt in den kleinen Anlagebereich geht, dann kommen natürlich dann auch noch zusätzliche Erfordernisse, wie insbesondere ein Prospekt, den du noch haben musst. Ja, das heißt, du musst noch aufklären. Das heißt, es gibt es schon. Das Problem dabei ist nur, und da gibt es ja auch ein paar Sachen in der Vergangenheit, die das so gezeigt haben, dass die meisten Projekte, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß jetzt nicht, war das Bitbond, die ersten STO hatten in Deutschland? Ja, Bitbond war das. Ja. Das war ja damals, ja, galt ja als Meilenstein, und die Berater, die standen da im Licht, und ich weiß nicht, wie das durch alle Medien ging, und ich sagte, oh Mist, dass du da nicht mit dabei warst und sowas. Aber ich glaube, das Projekt lief nicht so wie erwartet, weil natürlich durch diese ganze Regulatorik erstmal natürlich unheimliche Kosten. Also für so einen Standard-STO muss man mindestens 150.000 Euro einplanen, ja, in Beratung und Genehmigungsgebühren in dem ganzen Bereich und Vorbereitung, Prospekt schreiben und diese ganzen Sachen. Und dann hast du natürlich nur einen ganz spezifischen Markt. Und du kannst vor allen Dingen vielleicht auch nur in Deutschland anbieten und nur ganz speziell, und kannst halt nicht diese Adressaten erreichen wie dir zu diesen ICO-Zeiten. Ja, das heißt, du bist weltweit. Und du hast dann immer, was weiß ich, 1 Million gehabt, die jeder bloß 1 Euro gegeben haben. Zack, hast du aber 1 Million. Ja? Und so hat sich ja das potenziert. Das heißt, diese Regulierung gibt es. Das ist finde ich, eine schöne Möglichkeit. Wäre das auch für den Mittelstand, sich zu finanzieren, auch auf digitale Weise. Also das ist, glaube ich, da auch eine super Sache insgesamt. Das Problem ist bloß, ich glaube, es gibt dafür keinen Markt. Weil die meisten Themen natürlich immer da dran hängen, dass vielleicht doch der ein oder andere Emittent, ja, dann doch darauf spekuliert, dass die Leute deshalb seine Token kaufen, weil sie die dann auf irgendeiner Exchange weiterverkaufen können. Ja? Das heißt, die wenigsten, vielleicht nicht jeder möchte in dieses Unternehmen jetzt investieren, sondern die wollen bloß die Token haben, um die dann weiter verscherbeln zu können. Und wenn du das halt machen willst, dann bist du wieder regulatorisch in einem ganz anderen Bereich, weil dann bist du beim Börsenhandel, wenn man so will, ja, und dann brauchst du wieder eine andere Regulierungsstufe. Das heißt, also die Regulierung ist da, du kannst digitale Wertpapiere emittieren, du kannst dich damit finanzieren, bloß das musst du ganz spezifisch vorbereiten, und da kommen ja auch noch die Marketingkosten, habe ich jetzt vergessen, kommen natürlich auch noch drauf, 50.000 bis 100.000 Euro nochmal, ja, Community Building und das alles. Ja, und dann bist du natürlich auch wieder in Bereichen, Stichwort Insider-Wissen und dann auch Marktbeeinflussung, wie beispielsweise das, was gut, da hat er immer schon nie Rücksicht genommen, Elon Musk, ja, vor irgendwelche Sachen zu machen, die Börsenrelevanz haben. Das, was der bei Bitcoin macht und jetzt bei Dogecoin, heißt eigentlich Dogecoin, wird das so ausgesprochen? Ich lese immer Dogecoin, aber es ist Dogecoin.
Ja, das ist ja Insider-Wissen und Marktbeeinflussung, also ist ja irre, ja. Das ist, jede sonstige Regulator würde später da im Dreieck springen. Das geht gar nicht. Ne? Und es sollte eigentlich auch für der Community nicht gewollt sein, aber freilich in den zensurfreien System muss es zulassen. Ne? Aber zurück zur Frage, ja, gibt es, Möglichkeiten gibt es, ich glaube, aber wird nicht genutzt, weil Kosten-Nutzen stehen nicht im Verhältnis und es fehlt der Markt. Ne? Weil die Crowd, die Community kauft keine Aktien, würden jetzt keine Aktien kaufen von der Werkzeug XY AG aus Untertupfingen, ja, die vielleicht auch 500 Mitarbeiter hat, die vielleicht auch 40 Millionen Umsatz schiebt im Jahr, aber das ist ja nicht fancy, ja, vereinfacht gesagt. Verstehe ich aber auch. Ja. Ja, welche rechtlichen Fragen muss man zu Non-Fungible Tokens beachten? Oder gibt es da schon Regulierungen zu? Naja, Regulierung glaube ich nicht, dafür ist es zu neu. Aber es ist im Grunde ja nichts anderes als irgendwie dann doch etwas, was auch beim Wertpapier stattfindet. Ich habe halt ein Produkt, das verkaufe ich an den Markt und ich glaube, der einzige Unterschied ist halt, dass du es nicht weiterverkaufen kannst. Aber im Grunde ist es ja auch bloß eine Finanzierungsform. Ja? Und im Grunde ist es auch Kapitalanlage. Also ich glaube, es dauert nicht mehr lange, dann springen da die Regulatorik auch wieder drauf, weil die Muster sind dieselben. Ich finde es auch offen gestanden, jetzt echt, hat null für mich null Innovationscharakter. Das Einzige hätte es, dass möglicherweise der ein oder andere Künstler auf dieser Welt wirklich eine Möglichkeit hätte, mal sein Leben zu finanzieren. Aber ich glaube, dafür wird es auch nicht genutzt und das kann der vielleicht auch nicht so ohne weiteres nutzen. Also das weiß ich nicht, beschäftige ich mich technisch nicht damit. Also ich finde es jedenfalls, wo ich das gelesen habe, dass hier Jack Dorsey seinen Tweet versteigert hat, dachte ich, oh nee, das ist genau wieder diese Spekulation und dieses Hypen, wo ich 2017 schon gesagt habe, ja, Mensch, guckt da mal auf die Technologie und das, was ihr eigentlich habt und hört mit der Spekulation auf. Ich glaube, dieses NFT-Zeug, merkt ihr vielleicht auch, also es tut der Sache nicht gut im Grunde. Weil der Innovationsgrad, finde ich, ist keiner da. Ist jetzt nicht großartig Neuartiges. Ja, Würde ich mal sagen. Ja, das sind die andere. wir haben seit 20 Jahren Pokémon-Karten, ja, das ist das Gleiche. Ja, eben. Ja. Und ne, das einzige Unterschied ist jetzt, das muss man ja dafür halten, deswegen Daumen hoch dafür. Es existieren manche Sachen ja wirklich bloß digital. Ja. Von da würde es funktionieren. Ja, und da würde es aber gerade Sinn machen, die handelbar zu machen. Ich glaube, da stecken würde wieder mehr Musik drin stecken. Aber im Grunde, ja, also ich weiß nicht, was will ich mit einer Datei irgendwo auf meinem Rechner und sagen, gut, mir gehört eine Millionstel von Jack Dorseys Tweet. Ja, weiß ich nicht. Das ist doch so, ja, das hat wenig mit irgendwie gesellschaftlicher Fortentwicklung zu tun oder irgendwie sowas, ne? Gemeinnutzen. Da fände ich es sinnvoller, wenn jeder in einer Kleinstadt einfach mal in die Menge rufen könnte, also sich auf den Markt stellt, Leute, ich will mein Geschäft erweitern, ich emittiere morgen mal ein paar Token, wer den Token hat, der kann bei mir im Laden einkaufen, kriegt irgendwie ein Gimmick, aber ich brauche jetzt mal 20.000 Euro für was weiß ich, für ein neues Gerät. Ja, das darfst du aber nicht machen. Ja, das ist halt das mein, und dafür sind die Sachen, finde ich, gut. Ja, dass jeder, wenn er möchte, kann er dieses nutzen, um halt teilzunehmen an irgendwelchen spezifischen Wirtschafts- oder Kapitalmarktkreisläufen, ja, und keiner hat dann neue Finanzierungsmöglichkeit. Und dafür finde ich, ist es super. Leider machen diese großen Spekulationsthemen das halt so unheimlich schwierig. Das kann sich ja keiner kann für 20.000 Euro, 100.000 Euro Anwalts- und Beratungskosten stemmen. Das rechnet sich ja nicht. Ja. Na gut, dann sind wir jetzt schon über eine Stunde im Gespräch. Wir haben Okay. hier ein Zeitlimit, Markus. Ich schlage vor, die restlichen Folien machen wir dann im zweiten Teil, Gern. den wir aber noch ausmachen müssen. Das heißt, der wird jetzt nicht heute oder morgen folgen. Und wir danken dir erstmal für deine interessanten Ausführungen. Ist wie immer interessant, mit dir zu reden. Und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank für die Fragen. Gesund und bis bald.